Ja, hallo. Ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal hier bei der Schönbuchgams. Und ja, was habe ich heute vor? Ich bin wieder bei mir eine Ortschaft weiter in Eichtal-Grötzingen. Und zwar habe ich hier gelesen, es gibt einen Rundwanderweg. Und dieser Rundwanderweg heißt Wanderweg rund um Städtle. Mit herrlichem Blick ins Eichtal, Neckartal und auf die Schwäbische Alb. Und es gibt hier insgesamt 16 Stationen. Und diese 16 Stationen will ich jetzt ablaufen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mitkommt. Es ist eine relativ kurze Tour. Ich kann es jetzt nicht sagen, da steht nichts dran, wie lang. Aber ja, ist egal, das Wetter macht mit. Ne? Wir haben jetzt Sonntag, 12 Uhr. Und ja, ich würde sagen, wir gehen los. Der Pfeil geht in diese Richtung und ich würde mich freuen, komme da einfach mit. Und wir gehen jetzt hier einfach diese Richtung und mal schauen, was uns erwartet. Also, ja, dann würde ich sagen, auf geht's, wir gehen los. So, wie man jetzt erkennen kann, bin ich immer noch auf dem richtigen Weg. Da habe ich das Zeichen rund ums Städtle. Und jetzt bin ich hier schon an dieser Station Nummer 1. Und zwar war hier mal eine ehemalige Lehmgrube der Grötzinger Ziegelei. Also quasi hier drüber sollte mal früher diese alte Ziegelei gewesen sein. Ja. Gut, okay. Dann denke ich mal, geht es da Hanne runter. Bis unten auf die Kreuzung und dann wird es wahrscheinlich da unten wieder weitergehen. Also ich habe gehört bzw. gelesen, dass die Tour recht gut ausgeschildert sein muss. Und also man kann sich wohl nicht verlaufen. Ich sage jetzt nichts. Und ja. Ihr werdet schauen. Ich hoffe, es kommen ein paar sehr interessante Sachen, dass ich das euch zeigen kann. Und ja, dann würde ich sagen, einfach weiter auf dem Weg. Ja, das geht ja doch relativ ratzfatz. Hier kommt jetzt schon die Station Nummer 2. Und zwar die Brücke verband im 13. Jahrhundert das alemannische Urdorf Altgrötzingen mit der neuen Stadt. Circa 100 Meter geradeaus und dann links laufen. Na, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir das finden. Gell? Ja. Okay, bin mal gespannt. Ja. Okay, dann laufen wir mal 100 Meter und dann links. Okay, da Hanne sieht man, also da sind schon mehrere gelaufen. Ja. Und auch hier wunderschön diese Felder. Wie gesagt, ich bin jetzt schon außerhalb raus von der Stadt, von Grötzingen. Und ja, normalerweise müssen wir jetzt gleich drauf zustoßen. Weil die 100 Meter sind jetzt fast schon vorbei. Naja, nicht ganz, aber fast. Und dann sind wir mal gespannt, wo das hier sein soll. Ja, werde euch sofort dazuschalten, sobald ich es gefunden habe. So, jetzt wäre ich sogar fast vorbeigelaufen. Ja, aber ich habe es doch noch gefunden. Ja, und ja. Schauen wir uns mal die Brücke da genauer an. Ne? Ah ja, okay. Ja. Sieht sehr stabil aus. Ne? Okay, ich gucke mal, ob ich euch die Brücke zeigen kann von der Seite irgendwie. Ich schau mal. Ah ja, okay, da sieht man es jetzt. Oh,
Ich hoffe, ich rutsche nicht ab. Da sieht man es jetzt so ein bisschen. Wunderschön. Jawohl. Jetzt. Ah ja, sieht gut aus. Schön. Schöne alte Brücke. Ja, toll, super. So, man muss doch tatsächlich auf jedes Schild hier achten, weil jetzt bin ich hier bei der Station 3 und bei der Station 4. Und die Station 3 geht der Weg hier hoch. Und zwar ist es die ehemalige Straße nach Esslingen mit dem gusseisernen Wegweiser. Okay, der gusseiserne Wegweiser sieht man hier. Ja, da Hanne, richtig schön nach Neuhausen und Esslingen. Und dann gibt es hier die Station 4, das ist hier, das ist da drüben. Da Hanne, sieht man nur ein bisschen den Hubbel. Und zwar sind das sogenannte Terrassen des ehemaligen Weinbaus in Krötzingen. Also tatsächlich hier in Krötzingen wurden mal Trauben angebaut. Ja? Und zwar sieht man hier noch ein bisschen diese Terrassen. Ja? Gut, also dann gehen wir da runter. Und dann geht es wahrscheinlich in Städtlenei. Und bin gespannt, was mich da erwartet. So, jetzt gehen wir hier an dem sogenannten Weiherbach entlang, da Hanne runter. Da kommt dann die ehemalige Grundschule. Ja. Und das da Hanne ist der sogenannte Weiherbach. So, das, was man jetzt da Hanne sieht, war meine Schulzeit. Und zwar ist das hier die sogenannte Hauptschule von Krötzingen. Da war ich früher. Da Hanne, ist das Schulgebäude. Ja, sind natürlich schon etliche Jahre her. Okay. Aber ja, das war hier, wo ich jetzt an diesem Weiherbach hier entlang gelaufen bin. War das hier mein Schulweg. Und das hier ist die Hauptschule von Krötzingen. Oder die Hauptschule von Eichthal. Ne? Und hier ist jetzt dieser sogenannte Weiherbach. Und jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich hier nicht falsch laufe, wo da die nächste Station ist. Ich glaube, das könnte hier sein. Werde ich jetzt mal schauen. Aber ich denke mal, das würde ich sein. Wir gucken einfach mal, ob man hier ein Schild findet. Ne? Und dann werden wir sehen. Gell? Also, schauen wir mal. So, ja, jetzt bin ich einmal
Kleinstückle um Städtle rumgelaufen. Der Hanna sieht man jetzt noch wunderschön. Zum Beispiel hier mit der Mauer an dem Haus. Beziehungsweise hier sieht man es auch wunderschön. Dieses Haus mit den Teilen von der Mauer. Und zwar ging ja hier um die frühere Stadt, beziehungsweise über den kleinen Ortskern eine Mauer. Ne? Und da sieht man hier noch die Reste von dieser Mauer. Ich glaube, nachher kommen wir auch vorbei an der Mauer. Und das zeige ich euch dann. So, also wie gesagt, jetzt bin ich hier an der Station 6 und 7. Und zwar ist das da drüben, wo man sieht, dieser Pulverturm mit den Staumauerresten. Und das da hinten ist die Station 7. Ja, das da ist eine sogenannte Feuergasse. Da konnte man dann im Brandfall von da drüben aus der Eich das Wasser holen und die Brände löschen. Ja, also gut, dann gehen wir weiter. Ja, und wie man jetzt wahrscheinlich so unschwer erkennen kann, geht es natürlich auch wieder natürlich der Buckel hoch. Weil man hat ja nachher eine schöne Aussicht übers Eichtal, übers Neckartal und über die Schwäbische Alb. Also muss ich ja vom Städtle unten hoch auf die Höhe. Und jetzt geht es hier, was haben wir, eine 18-prozentige Steigung. Geht es jetzt hier hoch und wahrscheinlich hört man schon am Schnaufen. Ja, hier sieht man wunderschön. Das war früher. Heute noch, ja, man sieht es. Ja. Also ich sage immer noch, das beste Sauerkraut hier im Umkreis. Und zwar ist das das Kimmichs Sauerkraut. Ja. Und das hier ist die Fabrik. Ja. Und ist ein sehr leckeres Sauerkraut. Für mich das Beste. Kimmich Sauerkraut. Okay, gut. Ah, ja, jetzt geht es erstmal hier der Buckel hoch. Wie gesagt, 18% Steigung. Das wäre auch was für die Radfahrer unter uns. Hier hoch. Auf der anderen Seite geht es wieder runter ins Neckartal. Und hier vor mir kommt jetzt gleich das Naturtheater von Krötzingen. Und da laufen wir jetzt vorbei. Ah, hier kann man schön Kürbis kaufen. Wunderschön, schaut euch das mal an. Richtig klasse, schön. Ne? Okay, also jetzt gehen wir hier hoch. Es geht nur ein Stückchen hoch. Den Weg hier kenne ich. Ja, ich melde mich dann, würde ich sagen, bei der nächsten Station. Weil jetzt bin ich dann zu langsam bisschen außer Puste. Also, hoch geht's. So, jetzt bin ich auf der Anhöhe und zwar bin ich jetzt hier bei der Station Nummer 10. Da Hanne sieht man es. Und zwar ist das diese sogenannte Lutherlinde zu Ehren von Martin Luther
wurde vor circa 120 Jahren eine Linde gepflanzt. Wie gesagt, das ist jetzt die Nummer 10 und ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Ich gehe mal rüber. Ne? Ja, ich hoffe, man kann es erkennen. Ne? Das ist hier diese sogenannte Lutherlinde. Ja? Okay, also das war jetzt die Nummer 10. Jetzt geht es weiter auf Nummer 11 und es sind insgesamt 16. Also, dann schauen wir mal, wo ist die Nummer 11. Ja? Also, bis gleich. So, ich lasse jetzt der Hanno ein bisschen die Kamera mitlaufen. Und zwar sieht man jetzt wunderschön gegenüber von mir die Schwäbische Alb, ein Teil davor. Der große Hügel, der spitzige, das ist die Achalm von Reutlingen. Da habe ich ja auch schon mal eine Tour hochgemacht. Und ja, wie gesagt, dahinter ist Rossfeld mit dem Segelflugplatz, da war ich auch schon. Und ich bin jetzt von da unten hochgekommen. Und hier den Weg rüber. So, von da drüben bin ich hoch. Da habe ich ein Stückchen runter. Und jetzt gehe ich hier rüber. Da sieht man jetzt wunderschön ins Eichtal runter. Und ich bin natürlich jetzt hier auf so einer Verbindungsstraße zwischen Krötzingen und Neckar-Denzlingen. Da ist natürlich jetzt Halligalli. Ne? Und ich zeige es euch aber nachher besser. So, wie man jetzt sehen kann, bin ich an der Station 11, ehemalige Poststraße von Stuttgart nach Metzingen. Ja, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ne? Und da sieht man es jetzt, das ist der sogenannte Heerweg. Die keltische und römische Straße war eine Verbindung von Schönbuch nach Nürtingen. Okay, also dann laufen wir jetzt diese Heerstraße und bin mal gespannt, ja, wie es dann weitergeht. So, jetzt zeige ich euch noch mal geschwind diesen Überblick hier. Das da ist Krötzingen und da unten ist der Sportplatz, aber da kommen wir nachher noch vorbei. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter zur nächsten Station. Ich glaube, das ist die Nummer 12. Also, auf geht's, gehen wir. So, jetzt hat man hier nochmal einen wunderschönen Ausblick über Eichtal. Hier vor uns sieht man jetzt noch Krötzingen. Hier da drüben fängt dann schon Eich.
Ganz oben am Waldrand sieht man die Firma Putzmeister. Die machen diese große Betonpumpen. Und ein Stückchen weiter schön sieht man die Eicher Kirche. Da drüber vor mir sieht man wunderschön diese große Eichtalbrücke, wo von Stuttgart nach Tübingen führt. Weiter oben sieht man den Funkturm von Dettenhausen. Und hinter dieser großen Brücke, im Tal ein bisschen eingebettet, liegt mein schönes Eichtal-Neuenhaus. Ja, habe ich ja auch schon etliche Videos gemacht, könnt ihr da gerne mal nachschauen. Und jetzt muss ich natürlich hier nur aufpassen, dass ich nicht zu weit laufe, weil jetzt muss irgendwo eine Abzweigung kommen, wo wieder runter geht Richtung Krötzingen. Und ich sehe es auch schon. Da hinten kommt die Abzweigung. Jawohl, jetzt geht's rechts runter. Also, auf geht's zum nächsten Abenteuer. So, hier sieht man jetzt nochmal wunderschön in das Eichtal. Da hinten ist eine kleine Eichtalbrücke. Das ist die alte Schnellstraße, die B312. Die führt von Stuttgart nach Reutlingen. Und hinter die große, das ist die B27, die folgt von Stuttgart nach Tübingen. Hier vor mir sieht man wunderschön das Städtle Krötzingen. Und jetzt geht es hier wohl so eine alte Straße runter. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Und zwar bin ich jetzt hinterm Naturtheater. Da kann man jetzt leider natürlich nicht viel sehen, weil die haben schon alles abgebaut. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wo ich jetzt hier rauskomme. Ja. Und ja, da hinten geht es jetzt wohl eine alte Straße runter. Vielleicht kommt noch irgendwo ein Schild oder so. Normal müsste was kommen demnächst, aber ich schalte euch dazu, sobald was kommt. Gell? Also seid gespannt, es ist noch nicht vorbei. So, ja, wie man jetzt erkennen kann, bin ich jetzt hier an der Station 13, die Südseite der Stadtmauer mit Schießgarten. Scharten, mit Schießscharten, Entschuldigung. Das ist jetzt vor mir. Da ist jetzt der Baum natürlich, sieht man jetzt nicht so gut. Und ja, das ist halt alles auch wieder verbaut. Auf jeden Fall, jetzt geht es hier rüber. Immer an der Eiche hier entlang. Und dann müsste die nächste Station kommen. Also, sind wir mal gespannt.
So, jetzt bin ich hier bei der Nummer 16 und zwar Teil des Standtores und der Stadtmauer. Dahinter befindet sich der Pestfriedhof von 1570. Okay, gut. Also da Hannes sieht man jetzt nur ein bisschen den Rest von der Stadtmauer. Ja, ich laufe da nur ein bisschen nach. So, da Hannes sieht man jetzt nur ein bisschen. Ja. Und jetzt geht es da oben weiter. Und dann bin ich mal gespannt, wo jetzt der Hanne der nächste Punkt ist. Wie gesagt, jetzt bin ich hier beim Punkt 16 und der Pfeil geht nach links. Also, schauen wir mal. So, jetzt. Also, ich bin jetzt wieder zurück am Ausgangspunkt. Ja, was soll ich sagen? Es war sehr aufschlussreich und was man so alles gesehen hat, ja, für Krötzingen, ja, ist ganz okay. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich wie immer freuen über einen Daumen hoch, über ein Like. Natürlich dürft ihr auch einen Kommentar schreiben. Der, wo meinen Kanal noch nicht abonniert hat, darf gerne abonnieren, alles kostenlos. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gesund, eure Schönbuchgams. Ciao, hier war der Michael. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.